Nani ist ein deutscher Hersteller von Verladetechnik, Industrietoren und hydraulischen Hebebühnen jeglicher Art. Speziell für die temperaturgeführte Logistik wurde nun ein neues Verladesystem entwickelt, das CoolDock. Dieses ist derzeit das energieeffizienteste LKW-Verladesystem der Welt. Das CoolDock besteht aus 11 Hauptkomponenten, die alle miteinander verknüpft sind. Das gesamte CoolDock ist als Vorsatzschleuse, also eine Art Boxsystem, konzipiert. Dieses wird einfach vor die Gebäudeöffnung gesetzt und garantiert dabei die höchstmögliche Isolation. Das abgestufte Stahlplateau mit schräg eingebauter Vorschubüberladebrücke und Türfeststellern zum Fixieren der geöffneten LKW-Hecktüren ist die erste Komponente. Ein Tiefkühlschnelllauftor bildet das Bindeglied zwischen der Verladerampe und dem temperaturgeführten Logistikgebäude. Ein ISO-Bodenpanel, das die gesamte Verladestelle von unten her isoliert und dabei gleichzeitig die Unterfahrbarkeit der Verladestelle mit Ladebordwänden gewährleistet, ist die dritte Komponente. Ein hydraulischer Anfahrschutz bildet die fünfte Komponente des CoolDocks. Dieser wird in einem Köcherfundament, unabhängig von dem Gebäude, vor die Verladeschleuse gesetzt. Alle Anprallkräfte des LKW werden in dieses Köcherfundament abgeleitet und somit gelangen keine Anprallkräfte in das Gebäude. Dieser Anfahrschutz schützt vor jeglichen Beschädigungen unter Einhaltung der Möglichkeit der Unterfahrbarkeit der Verladestelle mit Ladebordwänden. Diese Funktion ist mit höhenverstellbaren Puffersystemen nur schwer bis gar nicht realisierbar. Auf dem Anfahrschutz aufgesattelt ist ein vierter Luftsack, der die Verladerampe und den LKW auch von unten und damit rundherum abdichtet. Die sechste Komponente des Nani CoolDock ist das Thermosektionaltor, beispielsweise aus 80 mm Isotorpanelen, welches die Verladestelle bis auf das ISO-Bodenpanel abschließt und so die Verladestelle im geschlossenen Zustand komplett abdichtet. Die siebte Komponente des Nani CoolDocks ist eine vierseitig aufblasbare Torabdichtung. Diese dichtet den angedockten LKW von oben, von den Seiten und durch den angesprochenen vierten Luftsack auch von unten ab. Bei dem Nani CoolDock-System, bei dem die LKW-Hecktüren erst nach dem Andocken geschlossen werden, dichten die aufblasbaren Seitenkissen auf die glatte Außenwand des LKW ab, und nicht etwa, wie bei herkömmlichen Systemen, auf die geöffneten LKW-Hecktüren. Die achte Komponente des Nani CoolDocks ist der elektronische Radkeil. Dieser muss unter ein LKW-Rad gelegt werden, um das gesamte Verladesystem überhaupt erst zu aktivieren. Alle Komponenten des Verladesystems werden über die von Nani eigens entwickelte Steuerung kontrolliert. Die neunte Komponente des Nani CoolDocks ist ein Ampelsystem, welches aus Innen- und Außenampeln besteht und die Benutzung der gesamten Verladestelle durch den LKW-Fahrer außen und das Lagerpersonal innen erleichtert. Die zehnte Komponente bilden die ISO-Paneele, die die gesamte Vorsatzschleuse einhausen. Zu guter Letzt sorgen die Einfahrhilfen dafür, dass die LKW bereits so mittig wie möglich andocken. Das CoolDock ermöglicht ein Verladen direkt aus einem Tiefkühl-LKW in das Tiefkühllager. Bei entsprechenden baulichen Gegebenheiten ist der Einsatz eines Luftentfeuchters zukünftig nicht mehr notwendig. Ebenso kann im Bedarfsfall auf Vorzonen verzichtet werden.
Durch den Einsatz des CoolDocks werden die Öffnungen rund um einen an ein Verladetor angedockten LKW maximal verringert. Dadurch wird entsprechend der Luftaustausch an der Verladerampe minimiert. Dies gewährleistet die heutzutage notwendige ununterbrochene Kühlkette bestmöglich, was gerade vor dem Hintergrund von IFS-Audits wichtig ist. Die Verringerungen der Öffnung rund um den angedockten LKW führen unter anderem auch zu einer verbesserten Schallisolation. Aber durch die Verringerung des Eintritts von Ungeziefer, Insekten und anderen Tieren, vor allem zu der Steigerung der Hygiene an der Verladerampe und damit der Hygiene im gesamten Gebäude. Moderne LKW-Verladerampen zeichnen sich heutzutage durch die beiden folgenden Hauptmerkmale aus, die mit dem CoolDock vollends gewährleistet werden. Erstens, der LKW muss mit geschlossenen Hecktüren andocken können, sodass diese erst nach der Abdichtung des angedockten LKW in die Verladeschleuse hinein geöffnet werden. Zweitens, bei konventionellen Verladerampen schließt das Verladetor, meist in Form eines Sektionaltores, auf die Rampe und durch die Öffnung und Schlitze unter der Ladebrücke entsteht Zugluft und Energieverlust. Daher ist das zweite wichtige Merkmal moderner Verladerampen, dass das Verladetor vor der Überladebrücke auf ein ISO-Bodenpanel geschlossen wird und dadurch die gesamte Vorsatzschleuse zu einer in sich komplett geschlossenen Box wird. Seit 1993 entwickeln und produzieren wir in unserem Werk in Eilsleben zwischen Magdeburg und Braunschweig Verladesysteme, Tore und Hebetechnik.